So. Willkommen, liebe Freunde des gepflegten Kfz. Wie ihr sehen könnt, ich habe eine Tasche vor mir stehen und die schiebe ich jetzt beiseite. Super. Und da kommt der nächste IC. Es ist einfach toll. Also man merkt immer noch, dass wir uns hier am Bahnhof befinden. Das wird sich in absehbarer Zeit vielleicht ändern. Ich habe da was gehört. Zum Location-Wechsel halten wir euch auch noch auf dem Laufenden. Aber das, was eigentlich essentiell wichtig ist, was ich jetzt im Vorfeld eben kurz sagen wollte, unser Detailing-Bag ist wieder am Start. Das Ding ist primär gedacht für eine ganz, ganz große Zahl an Anwendungen. Du kannst halt Polypads reinstecken, Polymaschinen, Tücher, kleine Flaschen, etc. Große Flaschen auch liegend, wobei ich immer empfehlen würde, Flaschen nicht liegend zu transportieren. Die Tasche, die kennt ihr bereits, das ist dieselbe, die auch bei den Polymaschinen mit beigeliefert wird. Die könnt ihr jetzt auch wieder einzeln kaufen. Das, was hier jetzt nicht montiert ist, ist dieser schöne Trageschultergurt, der hier normalerweise durchkommt. Das, was wir natürlich hier mit dran haben, weil es non-detachable ist, sind halt die normalen Tragegriffe. Und hier haben wir, tada, Zauberei, direkt auch farblich passend eine T3000 Polymaschine mit am Start. So, das also zu unserer Tasche. Ihr habt auch hier eine kleine Facheinteilung, die kann ich euch nochmal zeigen mit drin. Das ist so eine Geschichte, die man halt wild bestücken kann, wie man das eben möchte. Pat hatte mir gerade selber schon gesagt, weil du schleppst, glaube ich, keine Polymaschine in deinem Auto mit, ne? Tatsächlich. Du hast noch deine Tücher mit da drin. Tücher. Tücher macht dort nicht mehr Sinn. Die Polymaschine gibt es aber nicht beim Taschenkauf dabei, ne? Genau, die müsst ihr leider einzeln erwerben. So sieht's aus. Gut, also würde farblich passen, ist eine nice Geschichte. Das eine kann man ins andere packen, das aber nicht da rein. Und das halt, wenn ich polieren will, halt ansonsten es in der Garage habe. Tendenziell auch für andere Sachen geeignet. Deswegen auch an die, die vielleicht schon eine Polymaschine haben, die Tasche standardmäßig mit der Polymaschine bestückt haben. Auch wenn ihr Bock habt, euch für ein paar Euros einfach eine zweite zu kaufen, weil ihr Tücher, Zubehör, etc. separat transportieren wollt und dann vollkommen symmetrisch nice mit zwei Taschen ausschaut, könnt ihr auch das gerne tun. So, aber das ist ja ein Quanda, deswegen stellt ihr uns Fragen und ich werde diese beantworten und wir kommen auch direkt zu ersten. Da steht einfach nur, der Hoodie ist schick, wird es den auch geben. Den auch geben war wahrscheinlich gemeint. Ich glaube, das bezog sich auf den ich mal anhatte. Witzigerweise habe ich, glaube ich, heute das gleiche Design-T-Shirt an, oder? Nee, das T-Shirt ist, glaube ich, XS Berlin gewesen und der Hoodie war EMS. Stimmt. Ja, der Hoodie war EMS. Werden wir auf jeden Fall auch bringen. Also wir werden im Shop euch eine große Möglichkeit an Textilien demnächst offerieren. Deswegen, da könnt ihr auch gespannt sein. Das wird innerhalb der nächsten paar Tage kommen. Wir halten euch da weiter auf dem Laufenden. Wenn ihr Bock darauf habt, abonniert einfach gerne den Newsletter. Ansonsten schaut auf, ihr kennt die Social Media Portale, ich erzähle euch nichts Neues. Einfach mal wieder rein. Wir werden euch da definitiv updated halten, was das Thema anbelangt. Aber ja, wir werden auch diese ganzen Fashion-Geschichten, die hier und da immer mal wieder von uns kommen, die ihr teilweise auf Messen-Events dann auch an uns seht, die werden wir jetzt eben auch in den Verkauf bringen. Deswegen das dazu. Ja, wird es geben. Kommt auf jeden Fall. Dann habe ich hier was wirklich Lustiges, wo ich dachte, wir können das jetzt mal, also es geht um ein TikTok-Video. Bei diesem TikTok-Video, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon gesehen, kann man einen Badreiniger sehen. Ist es, glaube ich. Ne? Oder vielmehr ist ein Toilettenreiniger. Also ist wirklich ein Toilettenreiniger. Ich sage jetzt nicht, um welches Produkt es hier geht, das wäre zu konkret, aber ihr könnt euch einfach mal TikTok-Video, Toilettenreiniger, Felge sauber machen oder sowas angucken. Wir haben von mehreren auch schon gehört, ey, das funktioniert ja super, das ist ja mega genial. Jetzt muss man sich halt im Vorfeld die Frage stellen, warum ist das so und warum überhaupt ein Toilettenreiniger? Toilettenreiniger haben die geniale Eigenschaft, dass halt einfach chemisch betrachtet da sehr viel Salzsäure drin ist. So, das heißt in der Regel circa 10% plus minus x. Jetzt ist es so, wenn du einen DPD-Sprinter hast, ja, und deine Felgen aussehen wie Ranz und du sagst, alles was danach kommt, ist sowieso egal, Hauptsache das Ding wird irgendwie sauber. Ja, dann kannst du natürlich auch gerne ein salzsäurehaltiges Reinigungsmittel nehmen und das einfach da drüber kippen, noch eine Bürste nehmen, das so richtig schön daher schrubbeln und vielleicht vergisst du auch noch 5% der Rückstände wieder abzutragen, die dir dann nämlich die Bremsschläuche durchfressen. Das kann man alles so machen. Das ist immer eine Frage des Anspruchs. Der Grund, warum wir jetzt nicht einfach hergeben, übrigens ein Liter Salzsäure kriegt man für 4-5 Euro, könnt ihr mal bei Google eingeben, ist keine Empfehlung, ich würde es nicht kaufen, ist ein scheiß Zeug. Wir verwenden das gar nicht, also bei uns im Produktionsbereich gibt es diese Art Säure überhaupt nicht, weil wir gerne davon Abstand nehmen möchten, weil wir sowohl unsere Mitarbeiter damit nicht kontaminieren möchten, als auch die Produkte, die ihr kauft, weil Salzsäure einfach ein Sauzeug ist. Salzsäure wird bei einer normalen Felge, wenn es jemand hat, der jetzt nur einen kleinen, sagen wir mal, einen Riss in seiner lackierten Alufelge hat, das frisst sich da rein, das korrodiert die Felge kaputt.
also ich könnte da stundenlang drüber referieren, aber ihr wisst, glaube ich, am Ende des Tages, was ich damit meine, ist es einfach Kacke, so zu machen. Also man kann das machen, ja, aber dann ist halt leider scheiße. Sauber wird es, aber ihr könnt euch sicher sein, eure Bremsbeläge, die Bremszange, die sich danach festfrisst und was auch immer, das wird es euch nicht danken. Deswegen ganz herzlichst als Empfehlung, und das sage ich auch wieder nicht, weil wir das Zeug verkaufen, sondern weil es einfach sinnvoller ist, ein ganz normaler, konventioneller pH-neutraler oder pH-hautneutraler Felgenreiniger mit reaktivem Umschlag. Das ist das Beste, was ihr für eure Felgen allround-mäßig machen könnt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die hochglanzverdichtet ist, 24 Grad vergoldet, Alu lackiert, Alu blank, Edelstahl blank, whatever. Da könnt ihr euch sicher sein, dass das funktioniert. Ich will nicht ausschließen, dass der ein oder andere auch relativ gefahrlos vielleicht einen Toilettenreiniger für seine Felgen benutzt, aber im Umkehrschluss will ich auch nicht empfehlen, jetzt Leuten, die ihre Toilette sauber machen, nur weil sie einen höheren Anspruch haben, vielleicht einen Felgenreiniger dafür herzunehmen. Alles hat so seine Anwendungsspektren und es hat einen Grund, warum Firmen wie Henkel, BASF, Procter & Gamble, warum die nicht einfach sagen, ey, ihr könnt unseren Toilettenreiniger übrigens auch für eure Karren verwenden, weil die genau wissen, dass sie sich da produkthaftungstechnisch auf ganz brutal Glatteis begeben werden. Und genauso sollte das auch sein. Also nur weil irgendein Dude halt dachte, dass er mit einem total lustig viralen Video da Erfolg hat, heißt das noch nicht, dass ihr das alle nachmachen müsst. Bitte. J. Das zum Thema Chlorreiniger für die Felgen. Dann schreibt jemand, echt cool, dass Quanda wieder zurück ist. Danke, freut mich, dass du das so siehst. Wird es ein, in Anführungsstrichen, saures Shampoo von LA geben für die Beseitigung von mineralischen Ablagerungen? Der Keramikvasile, oder braucht man das bei EcoSheet und Parade nicht? Generell ist es so, dass du immer versuchen solltest, das mildeste Mittel, was hier zur Verfügung steht, zu nehmen, um den gewollten Effekt zu erreichen. Jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast dein Fahrzeug schön versiegelt, du hast eine Keramikbeschichtung da drauf gemacht und jetzt hast du hier und da ein paar Flecken, ein bisschen Dreck. Dann ist die erste Empfehlung, ich habe es witzigerweise hier stehen, als wenn es vorbereitet wäre, nein, hatte tatsächlich nichts damit zu tun, Parade, pH-neutral, funktioniert super, hat eine vernünftige Reinigungsleistung und ist das erste Mittel der Wahl, was du benutzen solltest, wenn du so etwas hast. Wenn du jetzt wirklich krasse mineralische Ablagerung da drauf hast, und das ist dem Enduser teilweise sehr schwer zu differenzieren, was ist denn jetzt eine mineralische Ablagerung genau? Du stellst also fest, du hast mit dem Shampoo einfach dein Auto gewaschen, du hast immer noch irgendwelche komischen Salzflecken da drauf, dann würde ich dir wirklich empfehlen, ein saures Shampoo zu nehmen. Und ja, wir haben ein saures Shampoo in Entwicklung. Und das kurz eben dazu, warum funktionieren saubere Shampoos? Saure Shampoos, so gut. Sauer macht nicht nur lustig, sondern sauer hat auch den geilen Effekt, dass es einfach mineralische Ablagerung entfernen kann. Das ist der Grund, warum Bartreiniger tendenziell auch sauer sind. Jetzt komme ich leider wieder auf das Thema. Könnte man jetzt mit einem Bartreiniger auch so einen Lack sauber machen? Da sind wir bei dem Part wieder, den wir gerade mit dem Toilettenreiniger hatten. Also bitte tut das nicht. Also nur weil etwas sauer ist, kann man es noch lange nicht für saure Anwendungsfelder benutzen. Also am Ende des Tages würde ich immer das Produkt nehmen, was dafür dediziert wirklich empfohlen wurde. Ein saures Shampoo hat den großen Vorteil, dass es halt diese ganzen Salzablagerungen besser aufcracken kann aufgrund seines pH-Wertes und damit einfach eine bessere Reinigungsleistung hinten raus erzeugt. Ja, aber saures Shampoo kann sich auch auf andere Karosseriebestandteile, die nicht lackiert sind, die nicht keramikbeschichtet sind, auch negativ auswirken. Und das ist der Grund, warum ich sage, das erste Mittel der Wahl sollte immer dieses, gerade im Fall des EcoShield, Parade Shampoo sein, mit dem ihr dann eben waschen solltet. Alles darüber hinaus wirklich nur on demand, wenn es sein muss, wenn es sein soll und wenn ihr euch das gerne wünscht und festgestellt habt, dass das andere nicht so viel gemacht hat. So, vielleicht schaffen wir noch einen hinterher. Jo, weiß, Ausrufezeichen. Es sollte viel mehr Mikrovaser in weiß geben. Man kann so viel besser erkennen und sich an den aufgenommenen Verschmutzungen erfreuen und oder erkennen, dass das Tuch verschmutzt ist, so dass es nicht wieder mit der dreckigen Stelle über den Lack, dass ich es nicht wieder mit der dreckigen Stelle über den Lack ziehe. Ich frage mich echt, warum weiß so selten zu finden ist. Weiteres Problem. Wenn ich mal ein weißes Tuch habe, muss es mit in den ganzen anderen farbigen Tüchern, muss ich es mit den ganzen anderen farbigen Tüchern waschen, okay, so, wodurch es dann vergraut. Ja, das hast du bei Weiß aber immer, auch wenn du es nicht mit anderen Tüchern wäschst, weil einfach in weißen Materialien optische Aufheller drin sind und die wäschst du auch raus. Also das ist halt so, Weiß bleibt nie richtig weiß, leider. Es sei denn, man setzt ein Waschmittel ein, und das ist das Tower Reset, was wir anbieten, halt nicht, welches optische Aufheller enthält. Die sind dann einfach in der Lage, ach Thema optische Aufheller, das ist übrigens was Smartes,
die machen Weiß deswegen weißer, weil sie es in ein anderes UV-Spektrum verschieben. Also das könnt ihr euch so vorstellen, wenn jetzt etwas, wenn man im Winter nach oben guckt, ist der Himmel halt eher tendenziell rötlicher, als wenn er im Sommer nach oben guckt. Liegt einfach am Stand der Sonne und am anderen Strahlenspektrum. Lange Rede, kurzer Sinn, optische Auffälle haben wir nicht in unseren Produkten drin und deswegen verabschiede ich davon, dass Weiß dauerhaft weiß wird, wenn du denn ein vernünftiges Mikrofaser-Shampoo benutzt. Ja, ich kann deinen Ansatz verstehen. Ich hatte das mal genauso gesehen. Jetzt haben wir allerdings das Paradoxon der Marketing-Menschen. Wenn du etwas weiß hast, gebe ich dir tendenziell recht, hast du auf technischer Seite erstmal den Vorteil, du siehst natürlich die Verschmutzung besser, aber jetzt hast du die Kunden, die nämlich genau in der umgekehrten Richtung dann sagen, ja, aber jetzt ist das ja total doof, weil mein Tuch jetzt dreckig ist und jetzt ständig sehe, dass ich ein dreckiges Tuch habe und ich kriege das vielleicht auch gar nicht mehr richtig sauber. Das heißt, der Gegenaspekt zu sagen, ich möchte aber ein graues oder ein farbiges Tuch, ist halt genau der gleiche. Das heißt, da haben wir eine extreme Opportunität, die da gebildet wird, dass die einen Leute sagen, wir wollen es gerne bunt und dunkel haben, damit man den Dreck eben nicht sieht. Und wir haben halt die technisch empfänglicheren, die sagen, aber weiß war ja schon die objektivere Farbgebung. Bin ich vollkommen bei dir. Jetzt haben wir natürlich den Zwiespalt und vielleicht könnte man sogar sagen, ja, warum macht ihr denn nicht alle Tücher auch in weiß? Ja, das könnte man, dafür müssten wir das Lager aber ungefähr dreimal so groß haben. Das heißt, wenn wir in absehbarer Zeit irgendwo 2000 Quadratmeter Lagerfläche mehr herkriegen sollten, dann wäre ich durchaus gewillt, auch viele Tücher in weiß zu machen, weil das einfach eine Sache von gebundenem Kapital und Stocking-Möglichkeiten ist, weil irgendwo muss der Kram ja hin. Und ich vermute einfach leider, dass der Anteil Leute, die bunte und dunklere Tücher kaufen, größer ist als derer, die halt gerne weiße Tücher kaufen. Deswegen ist das halt am Ende des Tages einfach eine marketingtechnische Entscheidung. Gut, damit wollen wir das Wochenende einleiten. Ich hoffe, ihr habt ein sehr schönes davon und ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Freitag beim nächsten Körner wieder dabei seid. Und da gibt es noch ein paar News in Richtung Pullimaschine. So viel kann ich schon mal vorweg sagen und auch noch die ein oder anderen Informationen zu anderen. Wir hatten gerade wieder einen Zug im Hintergrund. Zum Glück hat die Sägerei an der Baustelle hinten aufgehört. Wieder etwas mehr Informationen zur Location-Änderung. Deswegen macht's gut, bis nächsten Freitag.